Podpray. Gottesdienste und mehr mit Diakonatsbewerber Oliver Kelch. Schönen guten Morgen. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Komm, Heiliger Geist, vom ew'gen Thron, eins mit dem Vater und dem Sohn. Durchwirke unsere Seele ganz mit deiner Gottheit, Kraft und Glanz. Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild, den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Amen. Wir beten Psalm 89. Von den Taten deiner Huld her will ich ewig singen, bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden. Denn ich bekenne, deine Huld besteht für immer und ewig, deine Treue steht fest im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David meinem Knecht geschworen. Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf. Die Himmel preisen, Herr, deine Wunder und die Gemeinde der Heiligen deine Treue. Denn wer über den Wolken ist wie der Herr, wer von den Göttern ist dem Herr gleich. Gewaltig ist Gott im Rat der Heiligen, für alle rings um ihn herum ist er groß und fruchtbar. Herr Gott der Herrscher, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und von Treue umgeben. Du beherrschst die Empörung des Meeres, wenn seine Wogen toben, du glättest sie. Rahab hast du durchbohrt und zertreten, deine Feinde zerstreut mit starkem Arm. Dein ist der Himmel, dein auch die Erde, den Erdkreis und was ihn erfüllt hast, du gegründet. Nord und Süd hast du geschaffen, Tabor und Hermon jauchzen bei deinem Namen. Dein Arm ist voll Kraft, deine Hand ist stark, deine Rechte hoch erhoben. Recht und Gerechtigkeit sind die Stützen deines Thrones, Huld und Treue schreiten vor deinem Antlitz her. Wohl dem Volk, das dich als König zu feiern weiß, Herr, sie gehen im Licht deines Angesichts. Sie freuen sich über deinen Namen zu jeder Zeit, über deine Gerechtigkeit jubeln sie. Denn du bist ihre Schönheit und Stärke, du erhöhst unsere Kraft in deiner Güte. Ja, unser Schild gehört dem Herrn, unser König, dem heiligen Gott Israels. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Du, unser König, leite uns. Lass uns dein Angesicht leuchten und gib uns Kraft. Hilf uns mit dir, die Erde zu erneuern. Amen. Die Lesung kommt heute aus dem 2. Korintherbrief. Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Wort des lebendigen Gottes. Und so beten wir nun den Lobgesang des Zacharias, das Benediktus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden.
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten zu unserem Gott, der die Gerechtigkeit liebt. Guter Gott, öffne uns für deine Gegenwart, damit deine Güte in uns Raum gewinnt. Guter Gott, bekleide uns mit deinem Heil, dass wir deine Freude in unsere Welt tragen können. Guter Gott, lass uns in der Kraft deines liebenden Geistes allem Unrecht und Hass entgegentreten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr hat mit seinen Jüngern zu Tisch gesessen und gemeinsam gebetet. Dieses Gebet vereint die Christen in der ganzen Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch einen angenehmen 9. Oktober, auch wenn es heute wettertechnisch ja ziemlich uselig werden soll und in den nächsten Tagen auch wieder viel regnen und viel stürmen soll. Halten wir uns gemeinsam fest, unter anderem auch mit unserem Glauben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, deine Weisheit hat uns erschaffen, und deine Vorsehung leitet uns. Lass dein heiliges Licht in unseren Herzen leuchten, damit wir in allem, was wir heute sinnen und tun, dir in Treue dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Der Herr segne uns, bewahre uns vor Unheil und erführe uns zum ewigen Leben. Keyboard, Magazin und Töne der Stadtkirche Recklinghausen. Grüß euch, ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber der Stadt Recklinghausen. Keyboard, das ist euer neues Magazin mit News und Tönen aus der Stadtkirche. Die Propsteipfarrei St. Peter, die Pfarrei Liebfrauen, die Pfarrei St. Antonius. Die haben eine Menge zu bieten an Terminen, News und Tipps, und die finden hier ab sofort ihren Platz. Nicht nur die Kirchengemeinden kommen bei uns zu Wort. Nein, in den Reportagen, Interviews und News gibt es natürlich auch die Vereine, Verbände, Einrichtungen, Organisationen der katholischen Kirche hier bei uns in der Stadt. Keyboard entsteht im Rahmen meiner Ausbildung zum Diakon als sogenanntes Praxisprojekt. Ich freue mich, wenn ihr uns hört und uns weiterempfehlt. Also, wir hören uns bei Keyboard, dem neuen kirchlichen Magazin der katholischen Kirchen in Recklinghausen.